Und deswegen habe ich mich gefragt, wie stellt ihr euch eigentlich eure Zukunft vor? Wie soll ich mir meine Zukunft denn bitte vorstellen? Seien wir mal ehrlich, mit der sozialen Ungerechtigkeit wird es im Moment immer schlimmer. Und das Ganze wird dann auch noch verstärkt durch den Klimawandel, um den sich die momentane Politik nicht wirklich zu kümmern scheint. Eine Zukunft, in der wir nicht alle Lebensrealitäten mitdenken und schätzen, wie unterschiedlich wir sind und wie unterschiedlich wir leben. Wahrscheinlich gibt es kaum Unterschiede zu jetzt. Ich meine, Politik ist einfach viel, viel zu langsam und es fehlt überall an sichtbaren Fortschritten. Wie kann es sein, dass sich Menschen mit der Politik nicht verbunden fühlen? Wobei die Politik doch lebenswichtige Entscheidungen trifft. Entscheidungen über unsere Chancen im Bildungssystem, über Angebote unseres Gesundheitssystems und auch, wie wir an politischen Entscheidungen überhaupt teilhaben können. Politik muss nahbar sein, transparent sein, ansprechbar sein. Um das zu schaffen, brauchen wir mehr direkt demokratische Entscheidungsmöglichkeiten, die Absenkung des Wahlalters auf 16 und mehr BürgerInnenräte, damit sich alle einbringen können. Politik für alle heißt auch Chancen für alle. Und das fängt schon bei der Geburt an. Als Arbeiterkind weiß ich, was es heißt, sich von klein auf hochkämpfen zu müssen. Wir brauchen endlich ein Schulsystem, bei dem die Herkunft nicht mehr über den Abschluss entscheidet. Wir brauchen ein Schulsystem, was alle Kinder und Jugendlichen mitdenkt und ihnen digitale Endgeräte für ihren Bildungsweg zur Verfügung stellt. Bildung darf nicht mehr vom Geldbeutel abhängig sein. Und genau dasselbe gilt für unsere Gesundheit. Denn Gesundheit ist kein Luxusgut, sondern ein Menschenrecht und muss daher niedrigschwellig zugänglich sein. Dafür werde ich mich stark machen. Politik kann nur für euch, von euch und mit euch funktionieren. Daher bitte ich um eure Stimme am 15. Mai. Nur gemeinsam können wir eine gesunde, chancengerechte und selbstbestimmte Zukunft Wirklichkeit werden lassen. Denn Grün kann mehr als nur Öko. Grün kann antirassistisch, inklusiv, intersektional, queerfeministisch, chancengerecht, sozialgerecht, Zukunft. Mein Name ist Yusra El-Makrini. Ich bin 28 Jahre alt, Apothekerin von Beruf und eure Direktkandidatin für den Düsseldorfer Süden.